Herzlich willkommen zur XR Conference hier bei den Medientagen München, bei der wir mit Vordenkerinnen und Experten aus der ganzen Welt diskutieren wollen, um zu erfahren, wie wir Technologien wie Virtual Reality, Augmented Reality und Mixed Reality einsetzen können, aber auch neue Soundgestaltungen, um in der Medienbranche ganz neue Erlebnisse zu erschaffen. Heute geht es schwerpunktmäßig darum, wie wir XR-Medien für Theater, Oper, Performances und Ausstellungen einsetzen können. Wir werden über eine neue Form der szenischen Lesung in VR sprechen, über eine VR-Oper, über Ausstellungen in VR und noch vieles mehr. Bleibt also den ganzen Nachmittag dran. Ich freue mich sehr, dass ich euch durch das Programm führen kann. Mein Name ist Wolfgang Kerler. Ich bin Chefredakteur von 1C9. Das ist ein Münchner Medien-Startup, das sich in einem Online-Magazin, bei Events und mit einer Community-Plattform mit Zukunftstechnologien beschäftigt. Natürlich auch mit XR. Und heute bin ich euer Moderator. Für das Programm zuständig ist jemand anders und auch für die Technik und den reibungslosen Ablauf. Da dürfen wir dem Team vom XR-Hub Bavaria danken. Danke an Silke Schmidt und René Kasperek für die Zusammenstellung der Diskussionsrunden und der Talks. Danke an René und Karin Dreiheller für die Technik hinter dem Livestream und auch die XR-Räume. Danke natürlich auch an Tanja Adelfinger, Sebastian Sorg und Fabio Gens für die Kommunikation, die Betreuung der Aussteller und viele weitere Tätigkeiten. Und jetzt legen wir auch schon mit unserem Programm los. Und zwar sprechen wir zuerst über die Vernehmungsprotokolle von Jürgen Fuchs. Für alle, die Jürgen Fuchs nicht kennen, der war ein Bürgerrechtler und ein bedeutender Schriftsteller, der 1950 in der damaligen DDR geboren wurde. Und weil er gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann protestieren wollte, wurde er im Herbst 1976 verhaftet und in Isolationshaft genommen für 281 Tage, und zwar im geheimen Gefängnis der Staatssicherheit in Berlin-Hohenschönhausen. Als Schriftsteller war seine Waffe natürlich eigentlich der Stift, aber er durfte nicht schreiben. Das freie Denken, das konnte man ihm aber nicht verbieten. Und er hat während seiner Haftzeit sowohl das Äußere, was ihm passiert ist, beobachtet, als auch das, was es mit ihm im Inneren macht. Und dabei ist ein sehr intensiver und auch sensibler Text entstanden, die Vernehmungsprotokolle. Die bieten dem Leser einen einmaligen Einblick in die perfiden Funktionsweisen der psychologischen Folter in dem Stasi-Gefängnis und was das mit der menschlichen Seele macht. Und um diesen Text dem Publikum nahezubringen, da entsteht aktuell eine szenische Lesung im Staatstheater Augsburg, die entweder während der Lesung live mit den VR-Brillen vor Ort erfahrbar ist oder als Stream in einer virtuellen Gefängniszelle. Wir schauen jetzt schon mal kurz rein in diese Gefängniszelle. So sieht die aus. Das ist die Gefängniszelle, in der sich Jürgen Fuchs 1976 für 281 Tage befunden hat. Wie genau da rein eine virtuelle Lesung oder sagen wir mal real virtuelle Lösung reinpasst, warum dieses ganze Projekt überhaupt gestartet wurde, das erfahren wir jetzt von drei spannenden Gästen, die an diesem Projekt beteiligt waren. Und es freut mich sehr, sie euch vorstellen zu dürfen. Herzlich willkommen, Dr. Helge Heidemeier. Er ist Leiter der Stiftung Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen und er kann uns als Historiker die Zeit damals einordnen. Hallo an Tim Deussen, er ist XR-Creator und hat gemeinsam mit Silke vom XR-Hub dieses Projekt initiiert und hat die Gefängniszelle, in der der Text von Jürgen Fuchs entstand, für diese Lesung virtualisiert. Und willkommen auch Stefan Saradic. Ich habe es vorhin extra nochmal geübt und jetzt trotzdem falsch gemacht. Stefan Saradic, er ist Audio-Producer und Creative Director bei IAN Solutions und er hat den Text von Jürgen Fuchs in eine intensive Klangatmosphäre verdichtet. Herr Dr. Heidemeier, die erste Frage geht an Sie, die ich hätte. Ich habe ja gerade nur ganz kurz was zur Vita von Jürgen Fuchs gesagt und auch angedeutet, worum es in den Vernehmungsprotokollen geht. Aber vielleicht können Sie uns noch ein bisschen mehr über das Werk erzählen. Was genau hat Jürgen Fuchs denn darin über seine Zeit in Hohenschönhausen festgehalten? Ja, danke schön. Zunächst einmal ist ja ein bisschen das Widersinnige, dass der Text oder das Büchlein Vernehmungsprotokolle heißt. Das sind also Protokolle aus seiner Haft, aus diesem guten Dreivierteljahr, das er in Hohenschönhausen zugebracht hat, einem Ort, an dem man nichts aufschreiben durfte. Man bekam nur ganz sporadisch ein Blatt Papier, auf dem man entweder seine Aussage nochmal fixieren sollte oder noch seltener eben ein Blatt Papier, auf dem man einen Brief nach Hause schreiben konnte. Also er konnte überhaupt nichts notieren
Und da sind wir schon gleich bei der großen Leistung dieses Buchs überhaupt. Jürgen Fuchs, den Sie ja schon so ein bisschen charakterisiert haben, der als Schriftsteller auch schon so halbwegs immer angeeckt war und dessen Schriften dann im Herbst 76 dazu Anlass boten für die Staatssicherheit, ihn dann auch festzusetzen in Hohenschönhausen, hat eine Technik des Memorierens sich entwickelt in der Haft, indem er Texte mit dem Finger auf die Tischplatte schrieb und so versucht hat, sie eben im Kopf zu behalten bis über das Ende der Haft hinaus. Und das ist ihm tatsächlich sehr gut gelungen. Also wir haben, das sind also Texte über Vernehmungen, über die es natürlich nur eine andere Quelle gibt, nämlich die Vernehmungsprotokolle, die eigentlichen Vernehmungsprotokolle, die die Stasi aufgehoben hat. Aber wir wissen alle, dass diese Vernehmungsprotokolle natürlich zum bestimmten Zweck gesammelt wurden und dass sie natürlich auch tendenziös teilweise von den Stasi-Offizieren abgelegt wurden. Hier hat Jürgen Fuchs schon im Gefängnis versucht, eine Gegenposition zu diesen Protokollen zu schaffen, indem er seine Version im Kopf behalten hat und dann nach seiner Haft niedergelegt hat. Das ist tatsächlich diese große Leistung dieses Buchs. Der Band geht aber noch darüber hinaus, weil er diese Wiedergabe der Protokolle dadurch ergänzt, dass er auf der einen Seite seine Gedanken, die er in der Haft hat, die er während der Gespräche hat, auch noch in einem, ich würde sagen, einem Art Staccato beifügt, so dass man auch seine Gemütslage erkennen kann. Und da sieht man auch, da gibt es Momente der Überwältigung, da gibt es Momente, dass er ungläubig wird und unsicher wird, manchmal auch innerlich um Fassung ringt. Aber Jürgen Fuchs ist immer so stark, dass er das in sich mit sich selbst ausmacht und nicht den Vernehmern und den anderen Stasi-Menschen Angriffsfläche bietet. Und zum dritten, der dritte Textblock, das sind kleine Verbindungstexte, die ein wenig den Ablauf zusammenbinden, die einzelnen Textstücke zusammenbinden, sodass tatsächlich ein gewisser Verlauf dieses Dreivierteljahres zustande kommt in dem Band. Mhm. An einer Stelle muss ich Sie kurz sogar nochmal korrigieren. Es war keine Isolationshaft, obwohl das natürlich, das waren die schwerwiegenden Versuche, die Gefangenen hier in Hohenschönhausen mürbe zu machen. Sie waren desorientiert, sie wussten nicht, wo sie waren, selbst wenn sie mit ihrem Anwalt sprechen durften. Das durfte aber nie über die Anklage sein, also war alles ein bisschen absurd. Dann sind sie in ein anderes Gefängnis in Berlin gebracht worden. Und das war natürlich die Isolation, dass sie alleine mit sich waren. Und sie sollten dann möglichst sich schon darauf freuen, ihrem Vernehmer wieder vorgeführt zu werden. Das waren so die zwei Hauptankerpunkte, wie man die Gefangenen versucht hat, mürbe zu machen. Mhm. Jürgen Fuchs hatte aber über eine ganze Zeit einen Zellenkameraden bei sich in der Zelle. Und auch da war Jürgen Fuchs sehr fix und sehr klar. Ihm war sofort bewusst, dass dieser andere kein normaler Gefangene war, mit dem er plaudern konnte und mit dem er vielleicht seine Geschichten sogar teilen konnte, sondern dass das ein Spitzel der Stasi war. Und in der Tat, so war das hier in Hohenschönhausen. Wenn sie mit einem zweiten Gefangenen zusammengelegt war, konnten sie davon ausgehen, dass das ein Spitzel war. Zelleninformatoren nannte die Stasi das, dass derjenige dann das rauskriegen sollte aus den Gefangenen, was man den Vernehmern nicht erzählt. Also insofern ein wirklich beeindruckendes Werk, das man jedem, der über perfide, leise Formen, so hat Jürgen Fuchs das selber genannt, über diese leisen Formen des Unrechts informiert werden will, der kann sich das hier sehr eindrücklich in diesen Vernehmungsprotokollen anlesen. Super, vielen Dank für diese Einladung. Ich glaube, die hat allen weitergeholfen, die das Werk noch nicht selbst gelesen haben. Tim und Stefan, was war denn für euch das Besondere an diesem Werk, weshalb ihr euch auch damit für dieses Projekt beschäftigt habt? Also auch aus heutiger Sicht. Tim, du darfst anfangen.
Danke. Also für mich persönlich war sozusagen, ich habe ja zum ersten Mal über das Buch von Jürgen Fuchs die Vernehmungsprotokolle gehört, als wir sozusagen eine Recherche gemacht haben über ein Fotoprojekt für die damalige Zeit. Und da habe ich dann halt die erste Version von den Vernehmungsprotokollen durchgelesen. Und das hat mich doch schon stark berührt, muss ich sagen. Genau wegen dieser intensiven eigentlich Kombination, die der Herr Heidemeier gerade beschrieben hat. Das ist auf der einen Seite sozusagen ein objektiver Text ist, der irgendwo beschreibt, was um ihn herum passiert, aber dann zur selben Zeit das innere Drama, was er reflektiert, dass er sozusagen anfängt zu zerbrechen und fast an sich selber scheitert, aber dann sich doch wieder rauszieht. Und sich bewusst zu werden, dass das alles nur passiert auf, wie auch Herr Heidemeier gerade sagte, auf leisen Fuße sozusagen, da wird kein Finger gebrochen, da wird keiner physikalisch sozusagen zermürbt, sondern es passiert alles psychologisch. Und dass das genauso stark und genauso schlimm und genauso bedrängend sein kann, wie eine physikalische Folter, das ist mir bewusst geworden, als ich diesen Text gelesen habe. Wenn ich mich heute umsehe, bei uns in der Welt, dann gibt es nach wie vor alle Formen der Unterdrückung, der Zermürbung, der Gefangenschaft. Also insofern glaube ich, dass dieser Text noch immer auch sehr aktuell ist. Dass man kann sich einfach bewusst werden, was mit einem Menschen passiert, wenn er einer Situation von psychologischen Folter ausgesetzt wird. Und das macht dieser Text. Er gibt eben eigentlich einen Einblick in etwas, in das eigentlich kein Einblick gegeben werden sollte, sozusagen. Also da ist eine gewisse Ironie drin, dass er den Text erinnert hat erstmal, dass er auch nicht in dieser Zelle gesprochen wird, wo er ja jetzt quasi reingesendet wird. Das heißt also, dieses innere Spiel, dieses innere Drama, das ist, glaube ich, sehr wichtig für heute, wie auch für damals. Stefan, was waren deine Eindrücke, warum dich das vielleicht besonders fasziniert oder berührt hat, das Werk? Zum Teil hat mir der Heidemeier dankenderweise eine wirkliche Frage beantwortet, die mich absolut beschäftigt hat, gesagt, was für eine geistige Leistung, wie kannst du dir das behalten, wie kannst du dieses Ding, jetzt sage ich es bewusst, transformieren. Für mich hat es dann eine unbeugsame Stärke und auch einen Sieg über dieses unmenschliche Dasein in diesen 218 Tagen bedeutet. Und das war, ich glaube, diese Kraft in diesen niedergeschriebenen Sachen, die hat mich, glaube ich, am meisten fasziniert. Jetzt, wir haben gehört, es ist ein sehr eindrucksvolles Werk, auch ein berührendes Werk. Und ihr wollt jetzt alle dafür sorgen, dass das auf eine ganz neue Art nochmal erlebt werden kann. Es streamt eine reale Lesung der Vernehmungsprotokolle in eine virtuelle Nachbildung der Gefängniszelle von Jürgen Fuchs, die wir vielleicht jetzt nochmal kurz anschauen. Wir haben sie am Anfang schon mal kurz gesehen. Ihr habt nämlich genau die Zelle, in der Jürgen Fuchs sich damals befand, nachgebaut. In VR, hier sehen wir sie. Da streamt ihr jetzt eine Lesung rein. Tim, vielleicht fängst du an. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie funktioniert das? Was sehe ich da? Wie fühlt sich das an? Wie kriege ich da die Lesung mit, wenn ich mich in VR in dieser Zelle befinde? Also es gibt da sozusagen zwei Ebenen. Die eine Ebene ist jetzt parallel, wenn sozusagen das jetzt heute Abend im Theater läuft, wo wir das dann auch im Raum abspielen werden, den Text und die Geräuschkulisse, die der Stefan dort erstellt hat. Und heute in der Lesung ist man eigentlich eher Zuschauer oder Zuhörer. Man kann also über dieser Zelle schweben und kann das Innere der Zelle sehen, während man diesen intensiven Text hört. Wenn die Lesungen dann vorbei sind, dann werden wir sozusagen eine Aufnahme von dieser Lesung freischalten in der Zelle selber. Und dann kann man sich dort auch als Avatar rein bewegen, also sozusagen als digitale Figur und kann durch den Raum durchgehen und nochmal den Text hören und die Geräuschkulisse, die da entstanden ist. Und diese Bewegung im Raum, während man diesen Text hört, ist für mich persönlich eigentlich nochmal eine sozusagen besondere Dimension, weil man plötzlich in dem Raum, in dem der Text entstanden ist, die Worte von Jürgen Fuchs hören kann. Und das sagen wir mal, das streicht natürlich diese Zelle in besonderes Licht, nämlich das, was da eigentlich passiert ist in diesen Räumen. Das findet sich ja in den Texten. Und ich glaube, dass das
sehr schön ist, dass man dann auf diese Weise einen Text auch erlebbar machen kann für jüngeres Publikum, was vielleicht noch mehr technikaffin ist, was aus dieser ganzen Gaming-Welt kommt. Also ich glaube, es ist vielleicht auch gut, wenn man Texte immer wieder mal aktualisiert und mit neuen Formen sozusagen von Medien und Kommunikation letztendlich probiert und zu sehen, wie das den Text dann ändert und hervorbringt. Nur kurz zur Verständnisfrage, die Protokolle werden dann von einem Schauspieler gelesen? Genau. Mhm. Die werden sozusagen heute Abend ja live gelesen im Staatstheater Augsburg. Genau, da kommt später noch der Hinweis drauf. Jetzt hast du schon den Sound angesprochen. Also wir sehen nicht nur diese Zelle, wir hören nicht nur die Lesung durch einen Schauspieler, sondern wir hören auch etwas Besonderes. Stefan, du hast die Klangkulisse für die Lesung in VR gemacht. Kannst du uns die mal beschreiben und uns erklären, was du dir dabei gedacht hast? Der Zugang war schwierig, weil zum einen, es darf in nichts Hörspielartiges abrutschen und es ist auch schwierig, es darf auch nicht färben. Und meine Sound färbt jetzt immer, jetzt ein bisschen quasi widersprüchlich. Die Entscheidung fiel aber dann darauf, auch mit Hilfe der Visualisierung der Zelle, die da enorm wichtig war, und der gelesenen Texte, quasi diese emotionale, akustische Perspektive noch mit einfließen zu lassen. Die, glaube ich, jetzt auch mit den gesprochenen Worten, wie wir sie heute Abend auch erleben können, dann eine ganz andere Qualität und Plastizität, würde ich sagen, erreicht. Und wenn ich sage, okay, was sind es? Es ist, wie ist man herangegangen? Man hat sich vorgestellt, du bist in dieser Zelle, die in sich selbst schon eine wahrscheinlich ziemlich grausame, kalte Akustik hat. Das heißt, jedes gesprochene Wort in dieser Zelle, jedes Verhör und so weiter hat schon eine unglaubliche akustische Grausamkeit. Und dann sind es noch Geräusche, die aus diesem Gebäude, welches mir so in der Form nicht bekannt ist, du bringst ja jedes Geräusch in deiner Unsicherheit und deiner Verzweiflung auch in irgendeine emotionale Verbindung mit dir selbst. Hat es mit dir zu tun? Die eine Tür, die zuschlägt irgendwo, die Schritte, die du hörst. Das muss, glaube ich, ein unglaublicher zusätzlicher Faktor an Grausamkeit gewesen sein. Und diesen haben wir versucht und, glaube ich, ist ganz gut gelungen, sehr dezent, diffus und ohne jetzt wirklich real etwas hörbar zu machen, sondern eben diese innere akustische Empfindung, wie wir sie mutmaßen, darzustellen. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, was du am Anfang gesagt hast, du wolltest es nicht färben, dir geht es jetzt nicht darum, hier mit dem Vorschlaghammer den Leuten Emotionen und Gefühle einzuhämmern, sondern eher diese bisschen unterschwellige Beklemmung und diese Unsicherheit zu erzeugen. Sehr gut definiert, genau. Weil man muss aufpassen, dass man da jetzt auch nicht, sage jetzt einmal, zu sehr in irgendeine Hollywood-Kiste oder reingreift. Aber es ist schwer, was zu sagen. Ich glaube, wir haben die Möglichkeit, jetzt auch dank jetzt auf die Technologie zu kommen, das einem breiteren Publikum und auch in einer mannigfaltigeren Art und Weise zugänglich zu machen. Und ich glaube, das Beste wäre, wenn sich jeder einfach auch einmal da reinbegibt und da selbst einmal reinfühlt. Und ich glaube, diese Kombination zwischen gesprochenem Wort, der Visualisierung und dem Ton ist ein sehr toller Weg, um auch diesen Jakob Fuchs auch eine gewisse Art von Größe und Würde zuzugestehen. Herr Heidemeier, es geht um etwas, was ein Werk, das in Hohenschönhausen entstanden ist. Sie leiten die Gedenkstätte dort. Ist natürlich ein sehr sensibles Thema und wurde auch schon gesagt, es soll nicht in Hollywood abgleiten. Was sagen Sie dazu? Haben Sie schon ausprobiert und wie finden Sie es? Noch einmal reinschauen dürfen. Herr Deussen hat uns das schon mal vorgeführt. Und ich gebe zu, ich hatte ein bisschen Bedenken am Anfang, ob das wirklich stimmig ist. Aber Herr Saradic hat genau diese Bedenken, die ich da hatte, schon gerade formuliert. Also mir ging es auch darum, nicht eine Authentizität zu schaffen, die es so nicht gibt. Denn das wäre in zweierlei Hinsicht ja ziemlich schief.
Einmal ist es für uns heute überhaupt nicht nachvollziehbar, wie man sich, wenn man wirklich eingesperrt ist, in einer Zelle fühlt. Dieses Gefühl hervorzubringen, kann nur bei Hollywood oder bei Disneyland enden. Das kann man so nicht nachspielen. Und von daher, das war mein eines Bedenken. Und das andere Bedenken war natürlich das, dass die Texte zwar in gewisser Weise in der Zelle, aber nur in dem Kopf von Jürgen Fuchs entstanden sind, aber als Texte ja erst viel später entstanden sind. Also im Grunde als Buchform und als literarische Form, als Performance eigentlich in der Zelle nie sich so abgespielt haben. Aber ich war dann, als ich es gesehen habe, doch ganz glücklich mit dem Projekt, weil es eben das alles vermeidet, wie Herr Saradic das gerade schon beschrieben hat. Man muss da vorsichtig sein und er trifft es ja genau, also die, was er gerade beschrieben hat. Alle Gefangenen hier haben immer im Hinterkopf dieses Schaben in dieser Klappe vor dem Guckloch, das jede Stunde einmal betätigt wurde, auch in der Nacht hindurch, durch die der Wärter dann auf den Gefangenen oder die Gefangene geschaut hat. Das ist ein so markantes Geräusch, das haben alle im Hinterkopf. Und das ist diese Stärke, das kann man jemandem erklären, das kann man aber nicht nachempfindbar machen. Und insofern finde ich es gut, dass es jetzt einerseits keine Authentizität, das Projekt keine Authentizität schaffen will, die es so nicht gibt. Andererseits aber den Ort, aus dem die aus dem diese Texte erwachsen sind, dann doch irgendwie erfahrbar macht und als Raum darstellt. Also insgesamt finde ich das dann ganz stimmig, weil man dann doch das Gefühl einer Zelle hat, aber nie der Anspruch erhoben wird, man müsste sich jetzt fühlen wie in einer Gefängniszelle, was ja doch ein bisschen schräg wäre. Der eine oder andere hat es vielleicht mal erlebt, aber auch nicht in so einer Diktatur, wie es die DDR war, und nicht in so einem Gefängnis mit den perfiden Druckmethoden, wie die Stasi sie hier angewandt hat. Super. Tim, zum Abschluss unserer Runde, erklär uns doch nochmal, was kann man hier mit VR und dieser Sound Experience erreichen, was man mit einer klassischen Lesung oder einem klassischen Besuch in der Gedenkstätte oder einfach dem Lesen dieses Werks nicht erreichen kann? Also ich glaube, eigentlich eine subjektive Vermittlung des Textes, in der man eine räumliche Erfahrung hat, in der man auch eine soziale Erfahrung haben kann. Man kann ja tatsächlich sich mit mehreren Leuten auch in die Zelle reinloggen. Man kann sozusagen eine Bildungserfahrung haben, man kann sich diskutieren über dem, was man da sieht und hört. Das sind, glaube ich, alles Möglichkeiten, die entstehen in dem Moment, wo man diese Art von neuen Medien nutzt. Super, herzlichen Dank. Für alle, die sich jetzt schon die ganze Zeit fragen, wie, wann und wo man diese szenische Lesung in VR denn selbst miterleben kann. Heute Abend um 18.30 Uhr und um 20 Uhr, da findet die Live-Lesung der Vernehmungsprotokolle im Staatstheater in Augsburg statt. Dort gibt es auch VR-Brillen. Und parallel dazu wird der Text in der virtuellen Nachbildung der Gefängniszelle, die wir vorhin ja schon gesehen haben, auch gezeigt. Das könnt ihr online nachverfolgen unter einem Link, den der XR-Hub über die sozialen Medien teilt. Also da heute Abend 18.30 Uhr, 20 Uhr, schaut rein in die sozialen Medien, da findet ihr den Link und dann könnt ihr das ausprobieren. Vielen Dank für die Einblicke in dieses wirklich besondere Projekt. Dr. Helge Heidemeier, Tim Deusens, Stefan Saradic. Ich finde es sehr spannend. Ich hoffe, dass viele Leute das sehen und auch die Vernehmungsprotokolle dann neu entdecken. Wir haben um 16 Uhr übrigens den Intendanten des Augsburger Staatstheaters auf unserem digitalen Panel. Da geht es nämlich um die generelle Frage, wie eigentlich Theater in virtuellen Räumen funktionieren kann. Und wir lernen da auch ein sehr spannendes Projekt kennen. Und ich darf jetzt dann nach einer kurzen Pause von wenigen Minuten weitergeben an Samara vom Goethe-Institut in Montreal, Kanada. Die führt euch dann durch die nächste halbe Stunde und da wird der Codex Holofrenicus vorgestellt. Schaut es euch an und wir sehen uns um 16 Uhr wieder. Aber bleibt dran. Danke an alle in die Runde und bis dann. Ciao. Danke. Okay. Tschüss. Ciao.